Javi Martinez. Jetzt wieder Real. Nun Ramos am Ball. Carvajal. Jetzt Hummels am Ball. Carvajal jetzt. Groß. Den Freistoß bekommt Real Madrid. Wie die Bayern in den letzten... Sergio Ramos! Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Buschi, noch mal kurz zurück zum Rekordmeister. Wo siehst du sie in dieser Saison? Also klar. Lewandowski! Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Die Flagge kommt gut rein. Gute Flanke. Jerome Boateng. Und jetzt haben sie die Nase vorn. Oh, da war auch ein bisschen Glück dabei. Ja, ja, da erst an den Pfosten und dann geht er doch noch rein. 25 Minuten hat es gedauert. Jetzt haben wir hier den ersten Treffer. Modric. Groß. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Javi Martinez jetzt. Robben. Das könnte die Chance werden. Robben mit dem Ballverlust. Ball ist im Aus. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Ronaldo am Ball, das könnte gefährlich werden. Sie werden taktisch ein bisschen was verändern, Buschi. Ganz genau, sie soll... Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Thomas Müller jetzt. Robben jetzt am Ball. Was macht er? Da passt er auf. Benzema. Die Defensive steht. Jetzt Modric. Er schießt. Das kann Hummels blocken. Und Robben. Jetzt Lewandowski. Jetzt müssen sie aufpassen. Nun David Alaba. Und den Ball hält der Torhüter fest. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Jetzt nochmal die Bayern. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Jetzt Kroos. Marcelo jetzt. Karim Benzema jetzt. Gute Idee, dieser Ball. Ist das der Ausgleich? Klasse. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Die Ecke kommt jetzt von Kroos. Da kommt er raus und hält den Ball. Knappe Pause.
Es kann weitergehen in der Allianz Arena. Steigen wir ein in Durchgang 2. Die Bayern im Vorwärtsgang. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Jetzt Modric. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Lahm. Klasse Technik. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kommt der Schuss. Da passt der klasse auf. Und weiterhin steht die Null. Klasse Leistung vom Torhüter bis hierhin. Und Manuel Neuer mit der Faust. Und er schießt. Benzema! Der Ball ist drin, der Treffer zählt, Ausgleich. Eigentlich haben wir eine ausgeglichene Partie erwartet. So ehrlich können wir sein, aber sie nehmen den Gegner da ziemlich unter Beschuss. Kann man wohl sagen, Wolf, sie machen hier einiges richtig und versuchen es immer wieder, diesmal mit Erfolg. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Alaba. Das Potenzial von David Alaba haben sie in Österreich schon früh entdeckt, Buschi. Ja, dementsprechend hält er auch den Rekord als jüngster Nationalspieler aller Zeiten. Heute ist er natürlich die tragende Stütze der Mannschaft. Und ab jetzt versucht es das Auswärtsteam mit Pressing. Sie stellen hier um und erhöhen damit den Druck. Und jetzt über Ronaldo. Da gewinnt er den Zweikampf. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Modric. Bale mit Zug zum Tor. Der Ball kommt gut. Cristiano Ronaldo. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. David Alaba jetzt. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kann er ihn stoppen. Und das gibt Vorteil für Real. Gutes Zuspiel für Ronaldo. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Jetzt Cristiano Ronaldo. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Super von Ronaldo. Er zieht vorbei. Findet den Mitspieler. Benzema! Da passt der Torhüter auf. Da ist er da. Da können sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remis. Nun David Alaba. Noch sind hier 20 Minuten. Minuten zu absolvieren. Und gleich gibt es hier die Auswechslung bei den Münchnern. Guter Ball nach draußen. Arturo Vidal! Super gemacht vom Torwart. Es bleibt beim Unentschieden. Den hat er richtig gut abgewehrt. Und hier jetzt der Statistikvergleich. So viele Ecken gab es bisher.
Boateng. Das war die Gelegenheit, aber es bleibt beim Unentschieden. Robben. Und Ronaldo treibt den Ball nach vorne. Bale. Da schießt er. Gute Aktion vom Torhüter. Gibt hier eine Ecke, könnte gefährlich werden. Die Flagge kommt gut rein. Sie ändern taktisch was, setzen jetzt verstärkt auf Pressing. Wenn es gut läuft, können sie so die Gegenspieler zu Fehlern zwingen und sich Chancen erarbeiten. Das könnte eine Gelegenheit werden. Er spielt den Steilpass. Da steht die Abwehr sicher. Modric. Jetzt Gareth Bale. Morata. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Philipp Lahm am Ball. Casemiro. Was für ein spannendes Spiel. Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Und Robben. Das könnte die Chance werden. Robben, da kommt die Flanke. Der Ball ist weg und jetzt können sie einen Konter fahren. Schwierig, er pfeift ab und es gibt Abseits. Ob er da recht hatte? Real kommt noch mal. Vielleicht die letzte Gelegenheit, das Spiel doch noch zu entscheiden. Gutes Tackling. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Und Douglas Costa. Jetzt müssen sie aufpassen. Abgefangen. Gut gemacht. Isco jetzt. Nur Müller. Robben bringt den Ball rein. Gut aufgepasst in der Abwehr. Das hätte gefährlich werden können. So. Groß. Toni Groß.